Ganz herzlich willkommen, Moiza Kummerday. Moiza Kummerday ist 1964 in Slowenien geboren. Sie hat in Ljubljana studiert, ist Autorin, Philosophin und Journalistin und wurde für ihre Arbeiten mit zahlreichen Preisen geehrt. Ich habe vorhin Frau Marwan gefragt, ich stelle Ihnen zu Beginn die gleiche Frage. Was bedeutet der Gastlandauftritt in Frankfurt für Sie? Eine jede Übersetzung bedeutet mir sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass mein Text mit jeder Übersetzung breiter, größer wird. Ich habe gar keine Angst, dass meine Texte nicht gut ankommen bei den Lesern, weil ich das Glück habe, dass ich sehr, sehr gute Übersetzer habe in bestimmte Sprachen. Deswegen habe ich keine Angst, dass etwas verloren geht. Ich arbeite sehr eng mit Übersetzerinnen und Übersetzern zusammen. Und was Deutschland betrifft, da bin ich sehr, sehr froh über meine neue Übersetzung. Vorbereitungen auf den Gastlandauftritt Sloweniens an der Frankfurter Buchmesse haben schon vor 8 Jahren angefangen. Da hat Renata Samida dieses Projekt geleitet und sie hat von Anfang an Treffen organisiert mit deutschen Verlegern und Journalisten. Der slowenische literarische Raum war wenig bekannt in Deutschland. Einzelne Autorinnen und Autoren waren bekannt, aber nicht dieser Gesamtraum. Und das finde ich sehr wichtig, dass sich Sloweniens Land vorstellt, dass man sieht, wie eine bestimmte Autorin oder Autor im Literaturraum des eigenen Landes positioniert ist. Im Jahr 2006 habe ich den Roman Kronos erntet, veröffentlicht auf Slowenisch und dann hat der Verlag Wallstein das auch auf Deutsch herausgebracht. Und da muss ich an Renata Samida und an Mali Marcek danken, die Thorsten Arendt überzeugt haben, diesen Roman dann wirklich zu veröffentlichen. Und jetzt noch diese Auswahl von meinen Kurzgeschichten. Bei beiden Übersetzungen hat Erwin Köstler mitgemacht. Mhm. Die Frankfurter Buchmesse wird ja nicht nur die slowenische Literatur vorstellen, sondern eben auch Slowenien. Und nicht jeder war wahrscheinlich schon mal in Slowenien, das weiß ich nicht. Wie würden Sie denn Ihr Heimatland ganz kurz beschreiben? Slowenien ist ein sehr, sehr kleines Land, geografisch, aber auch was die Einwohnerzahl betrifft. In Slowenien leben 2 Millionen Menschen. Ich glaube, in Berlin leben mehr als 3 Millionen. Aber obwohl wir so klein sind, gibt es sehr, sehr viel, was bei uns passiert. Wir sind uns dessen erst in den 80er Jahren bewusst geworden. Und wir hatten damals keinen Komplex, so klein zu sein. Also wir hatten damals sehr wichtige Theateraufführungen, die waren sehr avantgarde. Und wenn sie anderswo entstanden hätten, wären sie berühmter. Und es gibt die Frage, ob solche Aufführungen anderswo überhaupt zustande kommen können. Sowohl im Westen als im Osten Europas. Slowenien und ganz Jugoslawien, aber Slowenien noch spezifischer, war Slowenien immer irgendwo in der Mitte zwischen unterschiedlichen Kulturen. Jugoslawien war nie ein Land, das geschlossen war, also wir waren kein Teil des Ostblocks. In den 60er Jahren hatten wir eine grafische Biennale Ausstellung und da wurden westliche und östliche Künstler eingeladen und es war ein Treffpunkt für diese Künstler, die sich dort sonst nicht begegnen konnten. Das Gleiche gilt für das Theater. Es gab das Festival Bitev in Belgrad, wo man sich treffen konnte und das Gleiche gilt auch für das jugoslawische PEN-Zentrum. Unsere Kultur war sehr offen. Wir konnten mitverfolgen, was passiert ist im Westen und im Osten.
Und dann haben sie mir im Vorgespräch gesagt, die Natur, weil sie leben so schön. Sie wohnen so schön. Ja. Wo? Ja, Slowenien ist lieber. Ja, Slowenien ist sehr, sehr schön. Seit letzter Woche wohne ich am Starnberger See in der Nähe von München in einer literarischen Residenz in der Villa Waldberta, wo ich bis Weihnachten bleibe. Und heute bin ich nur aus Berlin angereist hier. Und ich könnte sagen, dass die Landschaft zwischen München und Berlin sich nicht sehr viel verändert. Aber in Slowenien ist das anders. Wenn man bei uns eine Stunde lang fährt, dann verändert sich die Natur in jeder Richtung, wenn man von Ljubljana aus fährt. Zum Beispiel, wenn man zu mir fährt, dann sieht man die Alpen. Ich wohne am Bledersee und in einer Stunde kann man auch die Küste erreichen. Unsere Küste misst zwar nur 42 Kilometer, aber immerhin haben wir eine Küste. Im Nordosten haben wir die Pannonische Ebene, die auch sehr, sehr schön ist. Wir vergessen diese Schönheit in Slowenien, aber wir werden daran erinnert von Leuten, die zu uns kommen oder wenn wir im Ausland wohnen, dann erinnern wir uns auch daran. Natürlich muss man die Natur auch beschützen und pflegen und in diesem Sommer gab es sehr schlimme Überschwemmungen in Slowenien und da haben sich einige Fehler gezeigt, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind. Man hat einfach nicht berücksichtigt, dass man an bestimmten Orten nicht bauen sollte. Und die Sprache selbst zeigt uns, wo man besser nicht bauen soll. Es gibt Ortsnamen, die darüber zeugen, dass diese Orte oft überschwemmt werden, vielleicht nur alle 500 Jahre oder so, aber immerhin. Also, nicht nur nach Frankfurt fahren, sondern auch nach Slowenien. Sie haben Ihr neues Buch mitgebracht, Unter die Oberfläche, erschienen im Wallstein Verlag Göttingen und übersetzt von Erwin Köstler, Lisa Linde, Karin Almaschi und Fabian Hafner. Das Buch selbst besteht aus Erzählungen, aus 13 Erzählungen, die zwischen 2003 und 2022 erschienen sind. Und die Autorin taucht tief in die menschliche Seele der Figuren ein. Es geht also viel auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Die Erzählform ist unterschiedlich. Es gibt mal Humoresken, mal Drama, auch Krimi, Thriller, würde ich sogar sagen. Die Geschichten sind manchmal hart, direkt, manchmal sogar fast unerträglich. Gerade die erste Geschichte, Unter die Oberfläche. Dann gibt es aber auch wieder Geschichten, die viel leichter und humorvoll sind. Um was geht es Ihnen in Ihren Geschichten vor allem? Ja, das sind Geschichten, die in den letzten 25 Jahren entstanden sind. Ich habe sie zwischen 2003 und 2022 auf Slowenisch herausgebracht. Ich habe die Auswahl selber gemacht, im Dialog mit Amalia, die meine Geschichten sehr, sehr gut kennt. Und sie hört ganz genau hin und mit ihr arbeitet sie sehr gerne zusammen. Auch in meinem Roman behandle ich die gleichen Themen, die mich interessieren. Es geht um die Mechanismen der menschlichen Handlung, der menschlichen Beweggründe. Zum Beispiel, wenn wir 20 sind, dann stellen wir uns vor, wo wir gerne wären, wenn wir 40 sind. Aber wenn wir dann wirklich 40 oder 50 sind, haben wir ein ganz anderes Leben hinter uns und wir stellen uns die Frage, was ist uns passiert in der Zwischenzeit und wir vergessen manchmal, dass es auch Phasen gab, die ganz okay waren, aber nur unsere Perspektive hat sich geändert. In der Realität hat sich nichts Großes ereignet, aber unsere Perspektive hat sich verschoben und wir können das Gefühl haben, unser Leben ganz vermasselt zu haben, obwohl wir von außen gar nicht so erscheinen und mich interessiert
interessiert es, was in uns passiert, was es mit unserem Wunsch an sich hat. Ich habe Philosophie und Psychoanalyse studiert und die Ljubljana, die psychoanalytische Schule von Ljubljana wird auch in Frankfurt vorgestellt. Mladen Dolar, Slavoj Žižek und Alenka Zupančič sind hervorragende Denker. Ich bin sehr interessiert an diesen Mechanismen des Wunsches, des Begehrens und so weiter. Eine der Geschichten, die Walnuss heißt, beschreibt einen Protagonisten, dem sein Wunsch in Erfüllung geht. Und was passiert dann? Er zerbricht an dieser Erfüllung des Wunsches. Also es interessiert mich, was passiert mit uns, wenn wir ganz nah an dem sind, was wir uns gewünscht haben, uns, wenn wir da ganz nahe sind, dann erfrieren wir sozusagen. Es interessiert mich, was zwischen zwei Partnern geschieht, zum Beispiel in der Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv. Darüber habe ich mehr in meinem umfangreichen Roman Kronos Erntet gesprochen. Das ist ein Roman, der über das 16. Jahrhundert im heutigen Slowenien spricht. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass nur irgendwo tief in der menschlichen Seele passiert, sondern ich glaube, das passiert ganz offensichtlich. Es kommt nur darauf an, ob man aufmerksam genug ist, das auch zu beobachten und beschreiben zu können. Natürlich aber gibt es auch Menschen, die so anders sind, dass man sich mit denen nicht identifizieren kann. Also ich versuche dann auch Psychopathen und andere Menschen darzustellen. Sonst aber sind meine Geschichten sehr menschlich. Ich würde sagen, sie sind alltäglich, aber ich gehe dann an die Grenze und manchmal über die Grenze hinaus. Ja, über die Grenze hinaus manchmal. Das stimmt. Vielleicht noch ein paar kurze Beispiele. Den Walnussbaum haben Sie genannt, den Psychopathen haben Sie auch genannt. Es gibt auch noch eine Geschichte einer Frau ganz am Anfang, eben unter die Oberfläche. Das ist eine Frau, die ihr eigenes Kind ertrinken lässt, um ihren Mann wieder ganz für sich allein zu haben. Oder dann gibt es eine Geschichte einer Frau, die kann nur glücklich sein, wenn ihre beste Freundin unglücklich ist. Sie analysieren also menschliche Abgründe. Was interessiert Sie daran? Ja, absolut interessieren mich die Abgründe. Ich versuche zu verstehen, wieso es dazu kommen kann. Amalia hat einmal einen Text geschrieben über meine Prosa und sie hat gesagt, es gibt nur eine Diagnose Mensch. Menschsein ist eine Diagnose an und für sich. In meiner ersten Geschichte geht es um keinen Mord an diesem Kind, sondern es geht um eine Frau, die sehr infantil bleibt. Es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und sie bekommen ein Kind. Und bevor man Eltern wird, wird man sich dessen nicht bewusst, dass diese Zweisamkeit sich verändern wird, wenn das Kind dazukommt. Also es geht hier nicht nur um die Kernfamilie, sondern dass sich auch die Personen rundherum verändern werden. Die Eltern des Paares werden zu Großeltern und diese Mechanismen verändern sich, also nicht nur eine Person verändert sich, sondern das ganze System. Und wenn eine Person dazukommt oder davon geht, kommt es zu einer Veränderung des ganzen Organismus oder des ganzen Systems. Manchmal sind diese Veränderungen wunderbar, manchmal sind sie sehr schmerzhaft. Und eine ganz wichtige Rolle spielen auch Tiere in meinen Geschichten auch. Also die Menschen können sich sehr an Tiere gewöhnen.
gewöhnen und binden. Also man kann mit ihnen einige Jahre verbringen oder das ganze Jahr leben. Und die Menschen begreifen oft nicht, dass man auch zu den Tieren emotionale oder fast libidinale Beziehungen pflegt. Und wenn diese Wesen dann sterben, dann handelt es sich hier um Verluste, die sehr ähnlich sind, als wenn ein Mensch stirbt. Natürlich kann man sich auch emotional an Gegenstände binden. Darüber habe ich sehr oft geschrieben, vielleicht nicht in dieser Anthologie, aber diese emotionalen Bindungen interessieren sich, mich sehr. Wenn jemand stirbt oder wenn etwas verloren geht, wenn das Heimatland verloren geht oder so, hat man das Gefühl, selbst ein bisschen gestorben zu sein. Und ich glaube, man stirbt wirklich mit allem, was uns verlässt. Natürlich kann ein Tod auch einen neuen Raum öffnen. Man kann natürlich stärker werden mit dem Verlust, aber das stimmt überhaupt nicht immer. Es gibt Sachen, die so stark sind, die so katastrophal sind, dass man nach innen tot sein kann und man merkt es selber gar nicht, aber die Umgebung merkt das, dass diese Person eigentlich innerlich schon verstorben ist, dass ihre Augen nicht mehr leuchten, dass die Stimme anders ist, dass die Handbewegungen anders geworden sind, dass diese Menschen nur noch überleben, aber nicht leben. Ihre Geschichten spielen ja in verschiedenen Milieus, zum Beispiel in einer Bauernfamilie, das ist der Nussbaum, dann kommt ein EU-Beamter vor, den Psychopathen haben Sie auch schon genannt. Wie recherchieren Sie für diese Milieus, für diese Geschichten? Zuerst ist da eine Idee, ein Motiv und mit diesem Motiv kommt auch eine Sprache. Diese Sprache kann zunächst noch ohne Inhalt sein. Das kann eine Frequenz sein. Es kann nur ein Rhythmus sein. Und sobald ich eine Idee, ein Motiv habe, aber keine Sprache habe, dann kann ich in die Geschichte nicht reinkommen. Das ist manchmal sehr qualvoll. Das dauert manchmal einige Monate, einige Jahre. In dieser Zwischenzeit schreibe ich andere Geschichten, aber dann komme ich zurück. Es kommt zu einer Konstellation, zu einem Moment, wo ich dann die Sprache höre, in der eine Geschichte geschrieben werden soll, und dann kann ich schreiben. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich, die Erzähler und Erzählerinnen sind sehr unterschiedlich, also es gibt Kinder, es gibt Teenager, es gibt zum Beispiel auch Tiere, die sprechen. In meinem letzten Buch von Kurzgeschichten sprechen auch Gegenstände und sogar Pflanzen. Es geht hier natürlich um keine Psychose oder ich höre natürlich kein Salat oder Möbel sprechen, aber es geht um Situationen, wo man so einsam ist, dass die Menschen das Gefühl haben, ihre Gedanken dann seitens der Gegenstände zu hören. Also man hört sich selbst, man hat das Gefühl, die Gegenstände sind ein Spiegel, ein Echo der eigenen Gedanken. Wichtig für mich ist es, wie gesagt, dass ich die Sprache finde. Ich erlebe die Sprache sehr organisch, sehr synästhetisch. Für jede Geschichte weiß ich ganz genau, welche Temperatur die Sprache hat, was für eine Farbe die Sprache hat. Also ich finde die Sprache eine sehr sublime Materie. Und es geht auch humorvoll zu, zum Beispiel in der Geschichte, in der ein Wissenschaftler nach seinem Unfall als transplantierte Leber in einem anderen weiterlebt. Also es ist Organspender, der lebt da weiter, nur kann er den nicht leiden, in dem er drin ist. Oder es gibt eine Frau, die mit ihrem selbstfahrenden Auto zusammenlebt, das lustigerweise so heißt wie ich, Erik, allerdings mit K, nicht mit C. Wir haben jetzt die Themen Organspende und künstliche Intelligenz. Warum haben Sie die aufgegriffen?
Ja, das ist die Welt, in der wir heute leben. Als Journalistin befasse ich mich seit mehr als 20 Jahren auch mit neuen Medien, mit Kunst, in der digitalen Ära, und ich verfolge diese Veränderungen. Ich will die Welt verstehen, in der wir leben. Deswegen schreibe ich über diese Themen. Vor ungefähr 12 Jahren habe ich über diesen Wissenschaftler und über diese Transplantation geschrieben, und da habe ich sehr viele Interviews gelesen über Stammzellen, und als ich das recherchiert habe, hatte ich schon die Idee für diese Geschichte. Also es ist ein Mann, ein Biologe, der verunglückt, und er glaubt, dass er in seiner Leber weiterlebt, also alles andere war so beschädigt, dass man es nicht erhalten konnte, und er glaubt, sein Bewusstsein lebt in dieser Leber auch weiter. Und da habe ich mein Wissen von der Mikrobiologie, das ich vom Lesen her hatte, habe ich dann verbunden mit der Idee, die ich bereits hatte. Das zweite Thema ist die künstliche Intelligenz, die unser Leben tagtäglich verändert. Ungefähr vor 8 Jahren habe ich das ein bisschen recherchiert, also was es bedeutet, zum Beispiel diese selbstfahrenden Autos zu entwickeln. Damals hat man angekündigt, dass das sehr, sehr schnell passieren wird. Also, aber leider gibt es keine Autos wie den Eric. Die Infrastruktur ist dafür noch nicht bereit, dass diese Roboter überall herumfahren würden. Natürlich stellt sich auch die Frage der Ethik. Diese Maschinen sind vorprogrammiert. Es geht um die Prozesse des tiefen Lernens, also es geht um die Blackbox, und auch die Wissenschaftler sind sich nicht einig, wie es zu bestimmten Entscheidungen kommt. Es geht um eine Frau in meiner Geschichte, die sehr einsam ist. Sie kauft ein selbstfahrendes Auto, und der Verkäufer rät ihr, sich einen Namen auszudenken für dieses Auto, damit man sie keine Angst hat, damit sie irgendwie eine persönliche Beziehung aufbaut zu diesem Auto. Aber sehr schnell sieht sie, dass Eric viel mehr ist als nur ein Auto, dass er sehr lebendig ist, dass er reagiert, und es war mir wichtig, darzustellen, wie Eric kommuniziert. Die künstliche Intelligenz hat keinen Humor, weil sie den Kontext nicht hat. Und die künstliche Intelligenz spielt mit dem Humor, aber kennt sich nicht so gut aus. Und Eric reagiert natürlich, lernt während der Fahrt. Sie bringt ihm unterschiedliche Tiere bei während der Fahrt, und er erkennt sie wieder. Es ist eine Welt, die auf der einen Seite erschreckend ist, auf der anderen Seite aber bietet sie uns auch sehr viele Gelegenheiten. Und ich glaube, die künstliche Intelligenz muss reguliert werden, weil sonst wird es nicht gut enden. Noch eine letzte Frage. An was arbeiten Sie gerade? Was planen Sie als nächstes? Auf was können wir uns freuen? Wie ich anfangs schon erwähnt habe, bin ich gerade in der Residenz am Starnberger See in der Nähe von München.
Erst seit 5 Tagen bin ich in München und ich möchte weiter an einem Roman arbeiten. Mein Roman Kronos Erntet hat in deutscher Sprache mehr als 500 Seiten und diese Sprache hat mich so stark beeinflusst, dass ich keinen Abstand finden konnte von dieser Sprache aus dem 16. Jahrhundert, die ich erfunden habe. Und deswegen habe ich zwischendurch lieber Kurzgeschichten geschrieben, die wieder in einer modernen Sprache geschrieben sind. Und jetzt muss ich nach dem Gastlandauftritt, also nach dem Ende der nächsten Woche, werde ich mich dann irgendwie in aller Ruhe an diesen Roman heranwagen. Die Umgebung ist sehr, sehr schön und ich glaube, ich finde ganz schnell einen Rhythmus. Dann genießen Sie die Zeit. Herzlichen Dank, Mojca Kumata.